Ach, normalerweise ist bei mir Carsten Stahl vom Niveau her der unterste Content, auf den ich reagiere. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss jetzt mal wieder auf so Frankfurt Tinder reagieren, damit mir vielleicht sogar Carsten Stahl intellektuell vorkommt. Es wird bestimmt schwierig. Gehen wir direkt rein, es wird bestimmt unangenehm. First. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, ich würde ihn nicht daten. Erstens. Die hat in einem Eiershop gearbeitet, Bree, ich nicht, ne? Du warst jeden Tag da drin und hast eingekauft, Bree. Oder ein No-Go, die gibt jeden Loch. Ich habe schon fast jetzt schon genug gehört. Da war ich schon mit meinem Ex auf der Toilette. Hey Jungs, ich sehe zum ersten Mal ein Mädchen, das nett ist und ein Loch gibt. Ach komm, einmal Akkordeon, Digga, Schmutz. Warum? DNA einfach Offenbach. Oh. Meine Mutter ist 43 und hat noch nie Loch gegeben für Geld. Oh. Woher will er das wissen? Der da hinten, hihi, ich bin auch da. Ey, hast du überhaupt Zähne? Das war Aschaffenburg. Aschaffenburg, was geht ab? So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Diese Frisur hier. Was so halbe Hitler-Frisur. Ich bin heute in Aschaffenburg ganz locker unterwegs gewesen. Eigentlich hatte ich einen Termin. Dann habe ich gedacht, ey, es ist schönes Wetter, warum nicht ein Video mitnehmen? Auf jeden Fall. Wenn ich schon mal hier bin, habe ich ein Interview. Ruhe! Wenn ich schon mal hier bin, habe ich gedacht, dreh ich ein Interview. Ist mir echt gut gelungen, war lustig, bis auf eine Auseinandersetzung. Und jetzt bin ich hier. Als ich ein Video gedreht habe, hat sich einfach so ein Tinder ergeben. Und deswegen würde ich mal sagen, checken wir diese goldischen Jungs ab, die sich nicht entscheiden können, vor welches Mädchen sie sich stellen. Warum checken wir die Jungs ab? Ladies first. Check mal die Mädels einmal ab. Einmal Applaus. Wow. Und wow. Ah, bei den Jungs dann. Oh mein Gott, guckt sie euch mal an, ey. Wir sind wieder alle am Start. Wir sind wieder. Und jetzt die Jungs. Die Lara, die Lara, die Lara. Und Chaya, die Lara. Chantal, die Lara. Boah, oh mein Gott. Wenn er hier ein bisschen noch Bärchen stutzt, dann gut. Gott, Alter. Noch nie so geile Jungs gesehen. Also, ihr wisst Bescheid. Tinder geht wieder los. Sommersaison. Ladies first. Hello. Der Wechsel, das macht er extra. Was? Dieser Dumbo, Alter. Dumbo? Wegen den Ohren wahrscheinlich. Die meint ihr mit den Ohren? Oh mein Gott, es geht direkt los. Was ist euer Problem? Weil er wechselt die ganze Zeit. Okay. Ich war eigentlich bei dir. Nein, du bist jetzt hier bei mir. Was ist denn das Problem? Bree, ich war bei der und dann hat die mit der gewechselt. Okay, egal. So. Ja, keiner will ihn. Stell dich mal einmal vor. Ich bin die Asia, ich bin 21, komme aus Aschaffenburg. Okay, Asia, du weißt ja. Aschaffenburg. Was heute deine Aufgabe ist, du checkst diesen Gigo einmal von oben bis unten ab. Asia, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, ich würde ihn nicht daten. Erstens kann der fliegen mit seinen Ohren. Zweitens sieht er aus wie Schaban mit seiner Hose. Nee, ist nicht mein Typ. Und nein. Fake Dior, nee, geht nicht. Die Jacke. Nicht egal, dann zieh die nicht an. Was hast du gesagt? Die gehört die Jacke nicht mir. Wie gehört die? Ein Freund von mir, der hat meine Jacke genommen. Lüge. Ja, dann sagt ihm, der soll seine Fake-Jacke nehmen. Also, der? Absolutes No-Go, sagst du? Nein. Geht gar nicht? Geht nicht. Geht gar nicht. Was gefällt dir denn nicht an ihm? Helikopter! Ist das eigentlich kulturelle Aneignung? Wo ist dekadent, wenn man ihn braucht? Helikopter! Was sind deine Typen? Aber trotzdem bist du süß. Was sind deine Typen? Was stehst du? Auf groß, Vollbart hat er nicht, kein Bart. Der hat nur so irgendwas, so zwei Haare da oben. Das war's auch. Ja, nee, ist nicht mein Typ. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, korrekt. Was ist das für Wimpern, diese Riesendinger? Gemacht, aber absolut nicht. Wir hören uns mal die Meinung jetzt von drüben an. So, Chakalaka, stell dich vor. Bin Bilal, bin 17, komme aus Aarburg. Okay, du bist einverstanden mit dem Video. Ja. Yeah. Okay, check mal Asi einmal von oben bis unten ab. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein, Bri, schau mal ihre Ohren hier an. Bri, ich kann damit Basketball spielen, ne? Ich kann 3-Punkte-Wurf kriegen. Ja, kann ich. Ja, habe ich schon oft gemacht, ne? Moment, ist das da in der Ecke? Das ist doch Yüksel Düzgün, der Ex von Gina-Lisa Lohfink. Was macht der denn jetzt hier? Dein Gesicht sagt mir was anderes. Okay. Natürlich ist er das.
Richtig. Habe ich? Habe ich recht oder habe ich recht? Alt ist er geworden. Ich habe wenigstens bei einem Aeroshop gearbeitet. Komm her. Was? Komm her, komm her. Ich habe nicht bei einem Aeroshop gearbeitet. Was hast du gesagt? Die hat in einem Aeroshop gearbeitet. Bre, ich nicht, ne? Du warst jeden Tag da drin und hast eingekauft, bre. Das war ein Freund von mir. Du warst an der Kasse, der hat sogar Geld gefehlt. Weißt du noch, mit deinen Kopfhörern? Mir nicht. Ja, du babbelst. Wir haben dich kennengelernt mit deinen Kopfhörern. Ja. Was die Kopfhörer, das waren, ich hab AirPods. Ladekabel, du wusstest. Was für Ladekabel? Du wusstest nicht mal, was ein iPhone-Ladekabel ist. Ich musste dich dorthin bringen, was redest du? iPhone-Ladekabel, all die Mädchen. Oh. All die Okay. Warum wusstest du nicht, was ein Ladekabel ist? Nee, ich weiß doch, was ein Ladekabel ist, oder nicht? Der wusste nicht, welches iPhone-Ladekabel für sein Handy ist. Der wusste das nicht. Wir wussten das nicht. Was hast du für ein Handy? Ich hab ein iPhone. Ja, guck, ich weiß es! Warum soll ich mir ein anderes Ladekabel holen? Ey, hast du überhaupt Zähne? Okay. Ey, wir machen weiter, komm. Das hat hier gar keinen Sinn. Wir gehen zu der nächsten. Hallo. Hi. POV? Man gibt in der Clubtoilette Loch. Oh. Das ist too much. Es ist unerträglich. Stell dich mal vor. Ich bin Sophia, komme aus Aschaffenburg. Okay. Zu Frauen-Events. Sophia, check mal dein Gigo einmal von oben bis unten ab. Oh, der sieht ja noch sympathisch aus. Sophia, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil, keine Ahnung, der ist zu klein. So, ich bin selber klein, aber ich brauch so einen, der mich, ne? Was brauchst du? Einen, der mich. Einen, der dich an die Wand klatscht. Genau. Bist du so eine? Nein? Okay. Was sind deine Typen? Unterschiedlich. Eigentlich so Kennex, Vollbart. Okay. Der hat keinen Bart. Okay. Wir hören uns die Meinung jetzt von drüben an. Komm. So, stell dich mal vor. Bruder, ich bin Jordan. Michael Jordan, oder was? Komm aus Aburg. Okay. Du bist auch einverstanden mit dem Video? Ja. Okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Gut, Gigo, check mal Sophie einmal von oben bis unten ab. Jordan, würdest du Sophie daten? Ja, nein, begründet. Bruder, ein No-Go, die gibt jeden Loch. Oh Gott, was ist das? Bei denen ist Würde einfach nur ein Konjunktiv. Lüge. Die hat diese OnlyFans-Account 3 Euro, Bruder. Was? 3 Euro OnlyFans. Alles sportlich. So machst du Geld? 3 Euro? Nicht 3 Euro. Bruder, ich weiß doch nicht. Sportlich. Junge, die wurde von 3 Jungs in einem Club Ding. Ich schwöre auf meine Mutter, nicht schneiden. Ja. Was? Nee, ich hab die mal am Mai mit einem Mädchen getroffen, ne? Und die kommt zu uns und sagt, ey, habt ihr gesehen, was da hinten abging mit uns beiden? Bre, ich glaube, die hat da einen oder so gedreht. Was? Nein, ich war wirklich in Club Anna Toilette. Da war ich mit meinem Ex auf der Toilette. Und da ist die Klobrille geplatzt. Tut mir leid, Club Anna. Was ist passiert? Die Klobrille ist geplatzt. Warum ist sie geplatzt? Das war ein bisschen zu doll. Okay, was sagst du? Bruder, no go. No go? No go. No go. Ey, Bre, wer sein Kämpfer viel Geld verkauft, ist ehrenlos, sag ich ehrlich. Verdient mehr als deine Eltern. Was, du verdienst mehr als meine Eltern? Meine Eltern verdienen ihr Geld, ehrlich. Und nicht mit Ding oder so. Ich muss gar nichts machen. Junge, meine Mutter ist 43, hat noch nie Loch gegeben für Geld. Allein diese Verbindung. Wie kommt man dazu, die Formulierung. Also ich kann es nicht mal aussprechen in Bezug auf die Mutter. Ich auch nicht. Was sind deine Girls? Geschmack? Bruder, ich weiß nicht so ganz. Der arme Kerl, der sagt gar nichts. Das ist das einzig Sympathische hier. Es kommt immer drauf an. Also du willst mir erzählen, wenn du sie auf der Straße so Zufall sehen würdest, würdest du sie nicht ansprechen? Nein, was, wenn sie zu dir kommt? Bruder, ich würde Nein sagen. So Latinas, weißt du? Ja? Ja. Du magst Latinas? Ja. Bist du eine Latina? Nee, ich bin Polin. Das ist Brot, weiß wie Brot. Okay, weil er sich so eingemischt hat. Was ist mit ihm? Na, Digga, der ist frech. Der geht gar nicht, sagst du? Nee. Warum? Der ist... Was gefällt dir nicht? Alles. Würdest du sie daten? Nein, Bruder. Warum, Bruder? Bruder, das ist einfach eine
sag ich ehrlich, ja? Ich sag's nicht sogar ins Gesicht, mir ist es egal, alle. Ich bin nett. Du bist nett? Ja. Hey, Jungs, ich sehe zum ersten Mal ein Mädchen, das nett ist und ein Loch gibt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wer hat diese widerwärtige Formulierung eigentlich erfunden? Wow. Okay. Es eskaliert. Wir machen weiter. Hey. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin Adriana aus Hamburg. Adriana. Check mal diesen Jiggo von oben bis unten ab. Einfach Screws auf Fisch bestellt. Adriana, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet? Niemals. Niemals? Warum? Ist mir ein bisschen zu klein und ein bisschen zu dünn. So. Ich könnte ihn zum Beispiel bei Jala ein bisschen Fliegen beibringen. So. Ja, so dünn wie der ist, ich brauche einen bisschen kräftigen Mann. Warte, okay, also was sind deine Typen? Muss schon kräftiger sein, so ein bisschen größer. Okay. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Das Bodyshaming. Was ein Gigo! Stell dich vor! Also ich bin Eray, ich komme aus Aschaffenburg. Eray, du bist auch einverstanden mit dem Video. Ja, deine Eltern auch? Ja. Die Geschwister auch? Ja, normal. Okay, check sie mal ab, von oben bis unten. Warum kauen die eigentlich immer dieses Kaugummi? Das ist ganz, ganz eklig. War's aus, ja. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Wallah, ich würde sie nicht daten. Warum? Das ist nicht mein Geschmack, so, das ist so, so dick Harrer. Möchte gern. So aus wie ein Kugelfisch. Oh! Dankeschön. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich brauche ein bisschen kräftigen, weil du bist so klein und du denkst, dass ich so ein bisschen dicker bin, weißt du, obwohl du so klein bist. Was hast du gesagt? Bruder, sie sieht aus wie Tochter von Dracula. Warum? Ja, guck mal, wie weiß sie ist. Ich bin auch Polin und keine Albanerin oder so, ne? Okay, also absolutes No-Go. Was sind deine Frauen? Wie muss sie aussehen? Schwarze Haare, bisschen kleiner als ich. Aha, okay. Gut, dann kommen wir zu den letzten. Hi. Hi. Wie heißt du, Princess? Das ist mein Sternzeichen, das heißt Fisch auf Latein. Fisch? Ja. Yep. Ich bin Letizia. Okay, Letizia, woher kommst du? Aus Aschaffenburg. Aschaffenburg. Check mal, einmal von oben bis unten. Das ist Oleg. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich würde ihn nicht daten, ne? Aber nicht, weil es nicht mal schlimm ist, sondern er ist einfach nicht mein Typ. Er ist nicht dein Typ? Nein. Was sind deine Typen? Ich stehe auf groß, breit, Leute so mit Bart, so. Mhm. Keinen hellen Bart, dunklen Bart, bitte. Okay, gut, sehr korrekt gemacht. So macht man das. Hören wir uns die Meinung von drüben. Hey, der hatte was mit dir, Nein, ich hatte mit keiner. Auf jetzt. Stell dich vor. Ich bin Luke, 17 Jahre alt. Okay, Luke, woher kommst du? Miltenberg. Miltenberg? Ja. Check mal Letizia einmal von oben bis unten ab. Okay, Luke, würdest du Letizia daten? Ja, nein, begründet. Nein, ist nicht so mein Typ. Ich auf Dunkelhaarige, auch Style und so ist nicht so meins. Dunkelhaarig, rothaarig, so ist so mein Typ, deswegen. Ist es nicht dein Typ? Nein. Ich hätte mich echt gewundert, hätten wir jetzt ein Date hinbekommen. Aber das liegt daran, dass das so schlecht anfängt. Und es ist dann so eine Kettenreaktion, dass alle abgehen. Er ist der Auslöser. Aber sie ist klein. Ich mag, wenn Mädchen kleiner ist, süß. Kleiner ist immer gut. Also, worauf ich hängen geblieben ist das hier. Warum beleidigt ihr sie so hart? Bre, jeder gibt ein Loch, okay, aber doch nicht viel Geld. Geld kann man ja anders verdienen. Kostenlos, ehrenamtlich. Die macht kostenlos. Hat die nicht gesagt. Du machst kostenlos? Geh mal auf ihr Twitter, du siehst. Die ist da Geld, die will Geld für ihre Videos. Hä, aber doch kein Z***chen. Die verkauft sich nur so nackt oder so. Bilder. Was? Ich hab nicht mal Twitter, ja? Das ist der Dings mit Geld anbietet. Wie, du hast auf dein Insta-Account, ja? Heimlicher Käufer. Was? Heimlicher Käufer. Ding, was kaufen, wenn ich selber eine Freundin hab? Junge, geh mal weg. Oh. Er hat eine Freundin, aber macht dann auf mal so Tinder. Er macht hier auf Frankfurt Tinder, okay. Freut sich die Freundin, ja. Du hast eine Freundin, machst bei Tinder mit. Ertappt. Bre, wir sind jetzt, hey,
warte. Also die Security. Das ist tatsächlich Yüksel-Düsken. Die steht schon da hinten, aber ich sag euch ehrlich, das war nur so ein kleiner Vorgeschmack. Also Aschaffenburg, ihr habt mich überzeugt. Das war Aschaffenburg. Aschaffenburg, was geht ab? Ich brauche eine private Rentenversicherung. Ganz dringend. Also wenn jemand von euch da Tipps hat, schreibt mich an. Da kann ich nichts erwarten von dieser Generation. So mitschreiben. Die Rente ist sicher. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Gar nichts. Das war's. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, mein Cutter kriegt da was Ordentliches hin. Das Ding kann ich nicht an Cut hochladen. In dem Sinne.